liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz, die wir unter die Überschrift gestellt haben für ein soziales und gerechtes Haushalt Hessen. Und in Sachen Haushalt unterbreitet die Linke Vorschläge für einen echten Politikwechsel. Vorstellen hier auf dem Podium möchte ich kurz Stefan Würzbach, das ist unser Referent für Haushaltspolitik, und die beiden Vorsitzenden, also stellvertretender Vorsitzender und haushaltspolitischer Sprecher Jan Schalauske und unsere Vorsitzende Janine Wissler, die wird jetzt auch beginnen. Ja, die Landesregierung hat einen Haushaltsentwurf vorgelegt, den haben wir in erster und zweiter Lesung im Hessischen Landtag diskutiert, und unsere zentrale Kritik ist, dass dieser Haushaltsentwurf viel zu wenige Investitionen vorsieht, gerade in Bereichen, wo wir einen sehr großen Finanzbedarf sehen, dass viele zentrale Bereiche unterfinanziert sind, ob das die Bildung ist oder der gesamte Sozialbereich, und das trotz gestiegener Einnahmen, muss man sagen. Und deshalb hat die Linke jetzt für die Sitzung des Haushaltsausschusses über 100 Änderungsanträge vorgelegt. Sie finden auch an der Presseerklärung angehängt nochmal eine Auflistung der einzelnen Anträge, also auch eben mit Zahlen unterlegt, in welchem Bereich wir wie viel fordern. Und schwerpunktmäßig tun wir das in den Bereichen Wohnen, Verkehr, Soziales und Bildung. Wir wollen mit den Änderungsanträgen zumindest mal skizzieren, wie wir uns ja den Einstieg in einen Politikwechsel vorstellen, nämlich mehr Geld für bezahlbares Wohnen, damit die Mieten nicht immer weiter durch die Decke gehen, und eben mehr Sozialwohnungen gebaut werden, für gute Arbeit, für gute Bildungschancen, und wir machen gleichzeitig auch Vorschläge für höhere Einnahmen. Sie wissen, die Linke steht für eine andere Steuerpolitik. Wir sind der Meinung, dass sich das Land Hessen auch auf Bundesebene für eine andere Steuerpolitik einsetzen muss. Das ist zum einen wichtig, weil die öffentlichen Haushalte unterfinanziert sind, trotz steigender Einnahmen, weil wir an vielen Stellen einen enormen Investitionsstau haben. Wenn wir uns die Krankenhäuser anschauen, wenn wir die Verkehrsinfrastruktur uns anschauen. Das heißt, wir brauchen hier höhere Einnahmen. Es ist aber auch ein Gebot der sozialen Gerechtigkeit, dass die Menschen, die hohe Einkommen und hohe Vermögen haben und Unternehmen, eben stärker auch zur Finanzierung öffentlicher Aufgaben herangezogen werden. Und deswegen machen wir Haushaltsanträge, die zum Ziel haben, dass wir in diesem reichen Land Hessen allen Menschen ermöglichen, ein gutes Leben in Würde zu führen, dass wir Armut weitestgehend bekämpfen und eine gute öffentliche Daseinsvorsorge schaffen. Und wie ja der Bericht des Paritätischen aus dem letzten Jahr gezeigt hat, ist das ja dringend notwendig, weil wir eben ganze Regionen haben in Hessen, die abgehängt werden, und auch in Hessen, obwohl es ein reiches Land ist, eine steigende Armutsquote haben. Und zum Einzelnen. Ja, Hessen ist ein reiches Land. Trotzdem werden immer mehr Menschen von gesellschaftlichen Reichtum abgehängt, werden sozial abgehängt. Und deswegen hat die Linke über 100 Änderungsanträge eingereicht, mit denen wir die gröbsten Ungerechtigkeiten, die wir in der schwarz-grünen Haushaltspolitik sehen, ausgleichen wollen, und indem wir zugleich auch die Schwerpunkte, wie ein sozialeres, ein ökologischeres und ein gerechteres Hessen aussehen könnte, verdeutlichen wollen. Eine Übersicht unserer Schwerpunkte finden Sie auch in den Unterlagen, die wir hier ausgelegt haben. Janine Wissler hat gesagt, wir wollen insbesondere in den Bereichen Wohnen, Soziales und Bildung und öffentlichen Nahverkehr mehr Mittel veranschlagen. Wir wollen im Bereich Wohnen 80 Millionen Euro für das Jahr 2020 veranschlagen, um studentischen Wohnraum zu fördern, um sozial- und ökologische Modernisierung im Wohnungsbestand vorzunehmen, die dann auch Mieterinnen und Mieter, insbesondere mit geringem Einkommen, nicht stärker belasten. Wir wollen da also die soziale und die ökologische Frage zusammendenken, und wir wollen den sozialen Wohnungsbau auch finanziell deutlich stärker fördern. Dafür veranschlagen wir zunächst in diesem Jahr 20 Millionen, aber in den Folgejahren stellen wir uns eine deutlich weitere Steigerung vor, in der Höhe von 280 Millionen, mit dem Ziel, 10.000 Sozialwohnungen im Jahr zu bauen. Und wir veranschlagen Mittel für einen Mietendeckel,
auch in Hessen vorbereitende Überlegungen dort in der Landesverwaltung zu übernehmen, weil wir glauben, dass im Ballungsraum Rhein-Main und in den in Hessen betroffenen Städten von gravierenden Mietsteigerungen wir eben auch einen solchen Mietendeckel brauchen. Im Bereich Soziales wollen wir mehr Mittel in die Krankenhausinvestitionen stecken. Wir wollen das letzte Krippenjahr, also in der U3-Betreuung, kostenfrei stellen. Und wir wollen auch ein kostenloses Schulmittagessen für alle Schülerinnen und Schüler, weil auch das eine Frage von gleicher gesellschaftlicher Teilhabe und Bildungsgerechtigkeit ist. In den Bereichen öffentlichem Nahverkehr veranschlagen wir für das Jahr 2020 240 Millionen Euro, wovon wir einen Großteil insbesondere in ein kostenloses Schülerticket für alle Schülerinnen und Schüler stecken wollen, weil es ja im Moment so ist, dass für einen Teil der Schülerinnen und Schüler die ein Hessenticket finanziert wird, wenn es unter die Beförderung, unter die Schülerbeförderung fällt. Und bei anderen Schülerinnen und Schülern ist es nicht so. Und es gibt einfach eine Ungerechtigkeit, wenn die einen durch ganz Hessen fahren können, weil bei ihnen die Kosten übernommen werden und andere sozusagen das Ticket zur Schule selber bezahlen müssen. Deswegen braucht es ein kostenloses Schülerticket für alle, wie es auch von vielen Kommunen beispielsweise gefordert wird. Wir wollen darüber hinaus eine Machbarkeitsstudie für den Nulltarif im öffentlichen Nahverkehr und grundsätzlich auch weitere Preissenkungen, weil der unter anderem der Rhein-Main-Verkehrsverbund ja zu den teuersten Verkehrsverbänden in Deutschland gehört. Finanzierbar sind die Forderungen der Linken auch, wenn wir uns für ein gerechteres Steuersystem einsetzen. Und deswegen veranschlagen wir hier, um mal zu zeigen, in welche Richtung es gehen kann, Einnahmen von 1,5 Milliarden, die durch die Wiedererhebung der Vermögensteuer dem hessischen Landeshaushalt zugute kämen. Wir reden hier über die Einführung einer moderaten Vermögensteuer, wie sie zum Beispiel beim Deutschen Gewerkschaftsbund, aber auch bei der SPD und anderen diskutiert wird. Und 600 Millionen durch eine gerechtere Erbschaftssteuer. Und darüber hinaus wollen wir auf die 100 Millionen Euro symbolische Schuldentilgung, die ja Schwarz-Grün in diesem Jahr vornimmt, verzichten. Weil wir glauben, es ist wichtiger, in Schulen und in Wohnungen und in den Nahverkehr zu investieren, um auch den kommenden Generationen eine gute öffentliche Infrastruktur zu überlassen. Am Ende bleibt, wenn man sich all unsere Vorschläge anschaut, bleibt eine Summe von 83 Millionen Euro über, die wir in eine Investitionsrücklage überführen würden, sodass sie dann für kommende Haushaltsjahre zur Verfügung stünde, wenn es darum geht, auch dann bei sinkenderen Einnahmen oder in einer schlechteren wirtschaftlichen Situation investieren zu können. Gut, vielen Dank. Das war es erstmal soweit von unserer Seite. Jetzt haben wir dem Kollegen Buschlüder den Gefallen getan, das kurz und prägnant vorzutragen. Aber Sie können ja nochmal in Details gehen mit Fragen, wenn Sie wollen. Wenn zur Machbarkeitsstudie ja. Für ein ÖPNV-Kostenlosen, was stellen Sie sich da vor? Gibt es da Beispiele? Naja, also es gibt ja schon mittlerweile auch gute Beispiele, die den ÖPNV zum Nulltarif auch eingeführt haben. Also Luxemburg hat es ja jetzt zum Beispiel eingeführt. Es gibt aber auch aus Neuseeland Beispiele und aus anderen Ländern. Und natürlich ist uns klar, dass wir wir wollen den Nulltarif einführen grundsätzlich. Aber uns natürlich auch klar, dass es jetzt nicht direkt über Nacht geht, sondern dass wir natürlich da auch nochmal schauen müssen, in welchen Schritten macht man das, was bedeutet das für die Auslastung auch der Verkehrsinfrastruktur. Und deswegen haben wir ja eine Situation, wo wir halt jetzt, wir waren ja nicht dagegen, das Schülerticket einzuführen, das Seniorenticket einzuführen, das Landesticket einzuführen. Aber man muss, glaube ich, schon sagen, dass es neue Ungerechtigkeiten gibt, die geschaffen wurden. Also wenn man heute in der S-Bahn sitzt, dann sitzt man da neben einem Schüler vielleicht, der wohnt mehr als 3 Kilometer von seiner Schule weg, der fährt komplett kostenfrei. Der ein bisschen näher dran wohnt, zahlt dann sein 365-Euro-Ticket. Dann sitzt daneben der Ministerialbeamte, der fährt kostenfrei. Also wie gesagt, wir gönnen allen ihr Landesticket. Und daneben sitzt dann irgendwie
die alleinerziehende Verkäuferin, die zahlt den vollen Preis. Ja? Also deswegen, wir wollen also diese Ungerechtigkeiten da auch abbauen und deswegen eben eine Machbarkeitsstudie erstellen, wo wir uns eben auch wirklich die Beispiele anschauen, die es eben bisher gibt. Und da ist Luxemburg zum Beispiel ein Modell, aber da wäre auch Frankreich zum Beispiel ein Modell, weil es ja schon auch um die Frage geht, wie finanziert man das Ganze? Und da haben wir, Vorstellungen von. In Frankreich zum Beispiel ist es so, dass es da eine Unternehmensabgabe gibt, dass eben auch die Unternehmen mit herangezogen werden zur Finanzierung des ÖPNV. Das wäre ein denkbares Modell. Es gibt ja auch die Möglichkeit, nochmal so eine Art sozial gestaffeltes, Sozialstaffelung dort einzuführen. Also da wollen wir gerne eine Machbarkeitsstudie haben, die eben sehr, sehr konkret die Einführung eines Nulltarifs auf der Landesebene durchsetzt. Wir haben auch auf der Bundesebene Vorstellungen, wie man es machen könnte. Da wäre es sehr viel einfacher, wenn man einfach ein paar Privilegien für die Automobilindustrie und ein paar Privilegien für den Autoverkehr abschaffen würde. Da hätte man das Geld für einen Nulltarif bundesweit schon zusammen. Aber wir wollen eben eine Machbarkeitsstudie machen, wie man das eben wirklich dann auch im ganzen Land einführen kann und auch nicht nur in den Städten. Herr Buschlüter. Programme gegen rechts sehe ich jetzt hier keine Forderung nach Aufstockung. Das ist in Ordnung so, was im Moment das Land macht. Das ist keine vollständige Liste. Ist keine vollständige Liste. Nee, die Liste ist nicht ganz vollständig. Das sind nur die Schwerpunkte. Ach so. Also wir haben ein paar Sachen rausgesucht, aber wir haben natürlich noch eine umfangreichere Liste, die ich Ihnen auch zukommen lassen kann. Da wäre eine stärkere Förderung. Haben wir auch einen Antrag zu. Rechts, haben wir auch einen Antrag rechts, eingereicht. Ja. Für Demokratie gegen rechts. Haben wir auch einen Antrag eingereicht. Okay. Und dann ganz kurz, ich meine, ich glaube, die Verabschiedung ist ja jetzt nächste Woche, ne, vom Haushalt. Haben Sie es in den letzten Jahren nicht immer früher schon eingebracht, Ihre Vorschläge? Ist das jetzt nicht auch eher symbolisch, jetzt so kurz vor knapp, das jetzt noch zu machen? Nennen Sie einen Haushaltsantrag der Opposition, der nicht symbolisch wäre. Aber in diesem Fall ist es wirklich sehr spät. Also nach meiner Wahrnehmung, wir haben das immer unterschiedlich gehandhabt. Manchmal sind Fraktionen zur zweiten Lesung mit ihren Anträgen gekommen, manchmal zur dritten Lesung. Wir haben uns diesmal für die dritte Lesung entschieden, weil wir die Unterlagen aus den kursorischen Lesungen abwarten wollten, also die Unterlagen, die einem im Nachgang zur Verfügung gestellt werden, um dann auch nochmal, damit dann auch alle Fragen, die den Landeshaushalt betreffen, beantwortet sind. Und es ist ja ohnehin so, dass die hessische CDU aus ihren Grundsatzerwägungen heraus niemals einem Antrag der Linken zustimmt, sodass wir hier sehr viel fortschrittliche Sachen beantragen können, aber allein es an diesem Mantra der hessischen CDU scheitert, sodass ich glaube, dass da der Zeitpunkt nicht so entscheidend ist. Nichtsdestotrotz wollen wir aber auch in den Haushaltsdiskussionen aufzeigen, insbesondere mit einer gerechten Vermögensbesteuerung, was denn hier in Hessen möglich wäre. Und ich glaube, dabei spielt es nicht die zentrale Rolle, ob wir nun zur zweiten oder zur dritten Lesung mit unseren Anträgen kommen. Herr Kneier? Eine Verständnisfrage, eine politische Frage. Die Verständnisfrage ist, sind die 16,2 Millionen Zwischenergebnis Haushaltsanträge, was ist damit gemeint? In der Tabelle. Ja, das ist in der Tabelle verdeutlicht die Zwischenergebnis, dass wenn man all unsere Mehrausgaben und aber auch das, wo wir an der einen oder anderen Stelle Gelder einsparen wollen und die Mehreinnahmen miteinander verrechnet, käme man auf minus 16 Millionen. Wir haben aber ja in den Diskussionen immer wieder deutlich gemacht, dass wir die symbolische Schuldentilgung, die Schwarz-Grün betreibt, in Zeichen von mangelnden Investitionen in die öffentliche Infrastruktur für falsch halten. Und deswegen haben wir hier nochmal deutlich gemacht, dass wenn man auf die auch verzichten würde, dann am Ende 83 Millionen nach Vorschlägen der Linken überbleiben würde, die wir dann in eine entsprechende Rücklage packen würden für kommende Haushaltsjahre. Man hätte das auch quasi hier nicht nochmal gesondert ausweisen müssen, aber... Ja. Dann die politische Frage, ist es nicht wirklich schon dadurch sehr symbolisch, dass Sie das Gros der Finanzierung ja auf den Bund verlagern? Ich meine, die Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer, da kann man ja drüber streiten, aber das kann ja Hessen gar nicht beschließen. Also insofern sind die Anträge ja wirklich gar nicht gegenfinanziert, jetzt real, sondern in der Hoffnung, dass der Bund da was tun würde. Ist eine berechtigte Nachfrage, aber was in der Diskussion häufig vergessen wird, ist, dass die Vermögensteuer eine Steuer ist, die den Ländern zugutekommt. Die Einnahmen aus einer Vermögensteuer stehen im vollen Umfang
den Ländern und dann auch anteilig den Kommunen zu, sodass wir, seitdem die Linke im Hessischen Landtag vertreten ist, immer wieder dafür uns eingesetzt haben und deutlich gemacht haben, dass es ein Engagement aus den Reihen der Bundesländer geben muss, um diese Vermögensteuer wieder einzuführen, weil sie ganz anders als der Bund darauf angewiesen wären. Und deswegen sehen wir unser Eintreten hier für eine Vermögenssteuer auch als einen wichtigen Beitrag dafür, Druck aus den Ländern zu machen, damit wir die Steuer einführen, um die Finanzen der Länder zu verbessern. Weil wenn man allein auf den Bund wartet und vertraut, dann wird sich das nicht, wird sich da nichts ändern. Und man könnte ja schon mal anfangen, es könnte von Hessen eine Bundesratsinitiative für eine Wiedereinführung der Vermögenssteuer geben und überhaupt Druck gemacht werden, damit wir dann auch die Mittel in Hessen haben, um eben in Richtung bezahlbaren Wohnraum, sanierte Schulen und Ausbau des ÖPNV umsteuern zu können. Aber wir wollen ja mit der auch eine politische Aussage machen, also dass man eben, um höhere Investitionen zu haben, um wirklich deutlich mehr Geld in die Bildung zu stecken, wir einfach eine andere Steuerpolitik brauchen. Und das zu skizzieren, das ist uns wichtig in der Haushaltsanregung. Jetzt kann man es natürlich auch so machen wie andere Fraktionen und einfach mal globale Mehreinnahmen oder globale Minderausgaben irgendwo einstellen. So das, was halt suggeriert, irgendwo ist ja immer noch irgendwie ein bisschen Geld. Also wir wollen schon auch deutlich machen, wo wir der Meinung sind, wo man das Geld herholen müsste und was eben eine sehr moderate Besteuerung höherer Vermögen, was das für Spielräume schaffen würde im Landeshaushalt. Aber also um diese Debatte eben auch zu führen, dass wir höhere Einnahmen brauchen und das Land Hessen da aktiv werden muss. Frau Löbbecke. Ja, genau, das wäre jetzt meine Frage. Jetzt vielleicht kurz noch mal erklären, was Sie unter moderater Vermögenssteuer verstehen. Ja, also es werden da eine Reihe von unterschiedlichen Konzepten ja diskutiert, aber wir verstehen unter einer moderaten Vermögensteuer, dass man zum Beispiel bei einem Vermögen überhalb einer Million 1% des Vermögens besteuert. Das wäre eine moderate Variante, das heißt, die erste Million bliebe als Freibetrag und auf all das, was über eine Million käme, kriegen wir dann eine Besteuerung von 1%. Da kann man natürlich immer über die Prozentzahl diskutieren. Da sind auch unterschiedliche Modelle im Gespräch. Jetzt hier für die Berechnung haben wir uns für so eine moderate Variante entschieden. Ja, dann sehe ich jetzt keine Meldung mehr. Dann bedanken wir uns sehr fürs Kommen und sehen uns vielleicht heute Abend auf dem Neujahrsempfang oder auch nicht. Jedenfalls sind Sie herzlich eingeladen. Genau. Das wissen wir ja schon.